Grüezi miteinander. Ich habe gedacht, wir könnten dort mal basteln miteinander. Und zwar so Sisal-Untersätzchen. Entweder so für Tässli Gläser oder, wenn es grösser ist, sogar unter Pflanzen. Ja, es schneit von draussen. Komm, hocken wir in die Stube und basteln eins. Viel Spass! Bevor wir uns an unser Untersätzchen machen, müssen wir uns mal noch überlegen, für was ist es, wie gross ist es. Da können wir entweder einen Zirkel nehmen und einen Kreis machen oder man kann da natürlich auch gut ein Tasschen oder je nach Größe auch ein Tellerchen nehmen. Ich habe jetzt gedacht, ich mache ein Tasschen und ein Tellerchen, das ist nicht so gross. Da machen wir mal einen Kreis zum Karton und schneiden das nachher auch aus. Wenn es eher für einen Blumenuntertopf ist, dann wäre es natürlich dann eher so etwas Grösseres. Wichtig ist, dass man in der Mitte, wo der Zirkel hineingestochen hat, mal einen Leimtupf setzt und dann die Schnur gut ansetzt und dann mit dem Schnäckchen anfängt. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich die Finger nicht zu fest verbrennt am heißen Leim. Dann habe ich herausgefunden, dass wenn man ein bisschen mit einem normalen Leim zuerst ein bisschen auf den Karton geht, dass dann die Schnur wirklich von mir selber kleben bleibt. Das macht es einem ein bisschen einfacher, um dann mit dem Schneck zu arbeiten. Wichtig ist aber auch, dass man zwischendurch immer wieder einen Tupfen Heißleim macht. Und das macht ja dann erst, dass das alles gut hebt. Aber eben aufpassen auf die Finger. Da kann man sich wirklich ab und zu die Finger verbrennen. Ja, und dann ruggelt man sich da mal ziemlich gegen den Rand raus. Und unser Schneck wächst und wächst und wächst. Die Zeit geht es auch etwas besser, weil die Strecken grösser sind. Geht dann auch besser mit der Leimpistole. Wenn man dann neu am Anschlag, also der Karton fertig ist, muss man wirklich dann ein bisschen schön versuchen zu versäubern, wirklich mit viel Leim, dass dann die Schnur auch hebt. Und darum ist jetzt auch wichtig, dass man eine Unterlage hat, dass man nicht irgendwie den Tisch voll Leim macht. Dann schauen wir, Karton nicht an der Unterlage ankleben. Und natürlich wieder aufpassen wegen den Fingern. Dann die Schnur schräg abschneiden. Upsla. Und dann wirklich hier beim Ende gut mit dem Heißleim arbeiten, dass uns dann nicht wieder der ganze Schneck auseinandergeht. Wirklich gut hier das Handy verleimen. So, und jetzt haben wir hier noch ein bisschen Karton vorig. Ist nicht so schlimm. Da schneiden wir jetzt einfach mit dem Scherli in die Form zurück. So, dann hätten wir eben hier so Untersätzchen, je nachdem, wie gross man es will. Hier für ein Tasschen, hier für ein Tellerchen drunter oder für ein anderes Tasschen. Vielleicht als Tipp noch zum Schluss, wer Lust hat, um noch ein bisschen Farbe zu haben im Ganzen,
Ich kann Streifen machen auf den Untersatz. Oder man kann natürlich auch Kreisli machen. Das ist wirklich so ein bisschen Farben nehmen, die halt ein bisschen decken, dass man es dann wirklich auch sieht. Das sind so Stifte, die man so ein bisschen reindrücken kann. Also ich denke, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Mm-hmm.